Tag Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Famarama-Video und meinerseits auf jeden Fall ist das zwar keine Gerüchteküche-Ausgabe, dafür eine Rubrik, die es ab jetzt wieder jeden Monat geben wird, einmal im Monat, am Beginn des Monats eben hier, und zwar das große Vorschau-Video, in dem Fall auf dem September 2016, heißt also, es gibt viele, viele Bilder und Infos, auch einige neue Bilder zu den kommenden Events, was uns da erwarten wird. Und so weiter und so fort. Von daher hoffe ich natürlich, dass das alles einigermaßen so eintrifft. Es ist natürlich vieles natürlich auch nur Spekulation. Aber mal schauen. Auf jeden Fall mal abgesehen vom Recyclomat-Event und Ernte vom Mondspaket, was ja schon bestätigt ist oder schon stattfindet, kommen wir zu den Sachen, wo noch nicht genau feststeht natürlich, was wir da zu tun haben. Da hätten wir eben diese Eventkörbe mit den beiden Eventpflanzen und dem Drop-Item. Und zwar wird das zum Grusel-Event sein. Also nicht wie anders vielleicht gedachte zum Gruselnacht oder so, die ja schon war vor ein paar Tagen, sondern ein eigenes Grusel-Event im September vom 8. bis zum 12. September findet das also tatsächlich statt. Wie gesagt, mit zwei Eventpflanzen, mit einem Drop-Item, mit wohl einem möglichen neuen Gruselbaum, den man hierbei spielen kann. Und ansonsten, ja, Sticker-Sim hier, so wird das Event tatsächlich also dann aufgebaut sein. Ansonsten hätten wir dann kurz darauf die Stallmeisteraktion. Vom 9. bis zum 11. September findet diese also wieder statt. In diesem Monat ist also die Bahamarama Stallmeisteraktion wieder da, denn Nilpferd passt doch besser auf die Insel, würde ich mal sagen, und das ist eben das neue Tier dieses Mal. Nilpferd kommt also neu ins Spiel, so sieht der Stall davon also tatsächlich aus. Dazu wird auch eine neue Quest wieder folgen, wo eben unter anderem das Nilpferd und ein paar andere Sondertiere von Bahamarama dann auch gleich gefordert werden hier. Quest kommt auch am 9. September. Ansonsten, ja, hätten wir dann das Event Geschichte hautnah vom 12. bis zum 18. September. Das klingt auf jeden Fall schon ziemlich spannend. Was kann man sich darunter vorstellen? Wahrscheinlich sind diese Bilder zu diesem Event eben hier. Hier haben wir also die Eventkörbe mit wohl dieser einen Eventpflanze und wohl ein Drop-Item. Heißt Eventpflanze und Drop-Item. So wird das Event wohl aufgebaut sein und dann kann man wohl drei Items an der Zahl spielen eben hier und einen Sticker. Ich halte euch übrigens natürlich, wenn neue Bilder zu dem Event oder was auch immer rauskommen, natürlich auch schnellstmöglich auf dem Laufenden mit weiteren Gerüchteküchenausgaben, das nur am Rande gesagt. Dann hätten wir vom 15. bis zum 21. September das Bahamarama-Event. So ist es also im Eventkalender beschrieben, das klingt jetzt wenig spektakulär, mal schauen, wie sich das dann genau nennen wird, auf jeden Fall, wie wird dieses Event aufgebaut sein. Es klingt schon sehr interessant, wenn man diese Bilder sieht, kann man sich wenig drunter vorstellen eigentlich. Denn, okay, das sieht nicht schlecht aus, was gilt es denn hier zu erforschen? Das ist tatsächlich allerdings die Frage. Da hätten wir zum einen die Eventkörbe, wo wir sehen, ja, dass es möglicherweise zwar keine Eventpflanzen gibt, aber viele weitere interessante Sachen. Und dabei wohl drei Items zu spielen, wie genau das Event also jetzt allerdings tatsächlich aufgebaut ist. Da sind noch nicht wirklich viele Bilder und Infos raus. Von daher darf man da noch sehr gespannt sein. Sicher könnte diese hier sein. Oder auch nicht. Also da sind noch viele Fragezeichen offen. Dann hätten wir das Zucht-Event, das in diesem Monat vom 20. bis zum 26. September stattfinden wird. Zucht-Event, okay, was heißt das? Das heißt, wenn man diese Bilder sieht, erstmal ein Fragezeichen, denn man sieht Chamäleons, okay, der Tammer, Gänse, Krähe, okay, Biene, aber Schmetterling und Anaconda ist auch drinnen. Da gibt es bekanntlicherweise allerdings noch nicht als Zuchttier. Kann man sich doch eher schlecht vorstellen, dass die tatsächlich, könnte natürlich unter Umständen auch sein, dass die gar als neues Zuchttier kommen. Glaube ich weniger. Von daher, ja, ist natürlich noch auch hier ein großes Fragezeichen, wie genau das Event aufgebaut sein wird. Man sieht übrigens auf diesem Bildchen unter anderem dem Tukan, da kommen wir jetzt gleich zu einer weiteren Sache eben hier. Und zwar Tukan, da gab es auch mal ein Gerücht, dass Tukan und Schildkröte eine eigene Werkstube bekommen sollen. Demnächst, vielleicht kommt ihr tatsächlich auch im ja, September und vielleicht bei diesem Event zu spielen. Könnte sein, könnte komplett anders bekommen. Viel Spekulation, und zwar war es am Anfang noch ein Gerücht, das sind natürlich nur die normalen Ställe eben hier. Das hier sollte das allerdings bestätigen, dass tatsächlich ein gelbes Upgrade und ein oranges Upgrade kommen wird von den beiden hier und eben möglicherweise neben die Werkstube, wo das Erzeugnis sein wird. Von der Schildkröte ins Skateboard und das hier tatsächlich vielleicht vom Tucker. Puh,
Also ihr seht schon, es sind wirklich viele, viele Gerüchte und Spekulationen hier drin. Und wie gesagt, ich halte euch natürlich, wenn weitere Infos, Bilder auftauchen, mit Gerüchteküchen auch auf dem Laufenden neben mir. Ja, ansonsten gehen wir weiter, und zwar findet in diesem Monat tatsächlich auch wieder ein Gift and Trade statt. Krasse Sache. 27. bis 30. läuft der in diesem Monat eben hier. Heißt also wieder, wir können wie gewohnt Bäume, Ställe, Items tauschen, verschenken oder gar verkaufen, wenn ich gleich, ich bezweifle, dass das viel getan wird eben hier. Diesen Monat also wieder Gift and Trade. Sehr, sehr geil. Ansonsten hätten wir dann auch ab dem 28. September noch das Event, was genannt wird, Event mit Ingrid. Und hier alle Bilder, die es aktuell zu diesem Event wohl gibt. Ja, yeah, nämlich gar keine im Prinzip. Dauert zwar noch ein bisschen bis zu dem Event eben hier, von daher sind ja eigentlich gar keine Infos bis dato raus oder mir noch nicht bekannt. Da dauert es also noch ein bisschen, bis es dazu Infos gibt. Ansonsten weitere Gerüchte, vielleicht kommen die also tatsächlich auch in diesem Monat, und zwar zum einen neue Geschenke vielleicht bei Volleyball. Da ist ja mehr oder weniger meistens so, man geht völlig ja, hoffnungslos da täglich rein, holt sich seinen Freitrick, kriegt wahrscheinlich 2000 Erfahrungspunkte, die man ab Level, weiß ich nicht, 95 unbedingt so braucht. Und das war's. Vielleicht ein bisschen Superdünger ab und an. Aber sonst keine großartigen Geschenke. Soll sich vielleicht also tatsächlich ändern mit neuen Geschenken, ist nur Spekulation, ob es diesen Monat kommen wird. Aber ich denke mal, das wird kommen eben hier. Ansonsten hätten wir ja noch dann diese Bilder nur zu neuen Saisongeschenken bzw. neue Fanseiten und Foren-Items zu gewinnen. Gut, neue Saisongeschenke, ja, sollen wohl repräsentieren Frühling, Sommer, Herbst und Winter, der im Sommer kam nicht. Vielleicht kommt ja dann im Herbst vielleicht mal das Saisongeschenk, oder da zögert sich doch alles, oder sind gar keine Saisongeschenke. Könnte auch sein. Wie auch die Items hier. Ansonsten, wie jeden Monat, findet auch wieder ein Megapeder statt. Dann werden wieder einige Sparaktionen stattfinden. Babyboom, der, wenn es sucht, Event wird sein und so weiter und so fort. Das Gewohnte, das man eben kennt in jedem Monat. Und ja, dann eben noch uralte Bilder, wie zu den hier auch möglicherweise endlich mal neuen Design von gewissen Tieren. Oder mal diese Elefanten-Upgrades, die noch nie kamen, die schon Jahre tatsächlich, und das ist eigentlich kein Spaß, das ist ja fast das Traurige. Die Bilder schwirren jahrelang herum und kamen bis jetzt nicht. Ich bin zwar nicht sonderlich optimistisch, dass das in diesem Monat soweit sein wird. Aber vielleicht, ja doch. Oder Pinguin wird wohl auch nicht kommen, aber da gab es ja auch mal ein Bild hier. Wird sich alles noch verzögern, aber Pinguin auf der Insel fahren, na gut. Was soll man alles zu dem sagen? Gut, wie dem auch sei, ansonsten gibt es am Ende noch ein kleines Gerücht, was allerdings ebenfalls nur ein Gerücht ist, und zwar, dass möglicherweise eine Katzenzucht kommen soll. Ob das was mit dem Zuchtevent zu tun hat, bezweifle ich allerdings, wenn man die Zuchtkörbe hier gesehen hat. Aber, wie gesagt, Gerüchteküche-Ausgabe, wenn neue Infos folgen. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen von diesem Video. Mich würde natürlich brennend interessieren, auf was ihr euch schon sehr, sehr freut in diesem Monat. Schreibt es gerne in die Kommentare, und damit danke und bis zum nächsten Video. Ciao.